Boah, das war knapp. Hab ich nicht verkehrt? Nein, ja, ich wollte eigentlich langsam abbremsen. Ich bin mit Fahrrad gefahren. Und Mutti kam ja dann mit Auto. Ich würde mich dann so mit, also auf die Schnauze legen. Dann kommt da vorne so ein Huckel und dann bist du so patsch. Kann gut sein. Vielleicht ist jetzt mit dem Auto verdient. In Berlin fährt jeder, wie er will. Man sagt, wenn du in Berlin fährst, kannst du auch fahren. Ja, das Problem ist nur, wenn du genau wie in Berlin fährst, bist du auch unterdessen. Hast keine Autofahrt. Natürlich. Nein, bist du gut dafür. Natürlich. Oh, das fällt das Gas raus. Ah, da hinten ist noch was, ganz mit dir auch. Zwischen Plauen und Lusa ein defekter LKW hinter einer Berggruppe. Vorsicht auch auf der B173.
das Wetter. Ja, erstmal heißt es Obacht auf den Bergen für den Fichtelberg und den Orten gelten immer noch Unwetter. Nur vor orkanartigen Böen bzw. sogar vor extremen Orkanböen. Auch im Vorwürfe, falsche Angaben gemacht zu haben. Dabei geht es um die Frage, warum sich die Stadt von der Arbeiterwohlfahrt als Betreiberin von Flüchtlingsunterkünften getrennt hatte. In einem Schreiben Birkenfelds heißt es, sie habe die Öffentlichkeit ordnungsgemäß informiert. Die Bundesregierung prüft, ob sie deutsche Bürger von Kreuzfahrtschiffen zurückholen lässt, die von dem neuen Coronavirus betroffen sind. Das teilte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes.